Willkommen zusammen zur nächsten. Besser. Okay, jetzt aber. Willkommen zusammen zur nächsten Rust-Vorlesung. Heute geht's weiter mit Low-Level-Sachen. Zwei Sachen noch vorweg. Erstmal Opium. Da haben jetzt noch einige geschrieben, dass es immer schwierig ist. Also es kann wohl keiner bei seinen eigenen Prüfungen finden. Ich nehme jetzt einfach mal an, die richtige Art und Weise, sich da anzumelden, ist einfach über fremde Prüfungen. Und das müsste doch jeder finden. Also über fremde, das, was ich da auf Piazza geschrieben habe. Ich glaube, das ist fremde Prüfung, Informatik, Ergänzung 6 und dann Programmieren für Rust. Also da sollte das dann jeder finden. Und denkt daran, euch anzumelden. Und falls ihr gerade das Video guckt, könnt ihr euch jetzt anmelden und anhalten. Ich habe noch nie zu Leuten, die mein Video geguckt haben, einen Befehl gegeben. Das ist sehr lustig. Aber gut, wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe übrigens erst eine E-Mail wegen des Projekts erhalten. Das ist enttäuschend. Aber ich hoffe, die kommen noch alle bis Freitag. Ich glaube, Freitag war die Deadline, ja? Okay. Wie gesagt, wir machen jetzt weiter. Wir hatten letzten Mal uns mit Assembly beschäftigt. Also wir wissen jetzt irgendwie, die CPU führt so super primitive Befehle aus, nacheinander. Das sind die Instruktionen. Und wir wollen so ein bisschen manchmal Assembly analysieren und hauptsächlich das, was der Compiler ausspuckt. Und nicht das Handgeschriebene, denn kaum noch jemand schreibt Handassembly. So, und jetzt haben wir beim letzten Mal schon so ein paar komische Instruktionen gesehen, die der Compiler so ausspuckt. Haben wir dann auch mehr oder weniger verstanden und wir haben gemerkt, dass der Compiler schön optimiert. Soweit so gut, aber wie euch vielleicht auch gefallen ist, haben wir so 16 Register. Das ist nicht gerade viel. Und wir wollen vielleicht noch mehr Daten speichern, deswegen brauchen wir irgendwie noch mehr Speicher. Wir sind eigentlich schon sehr luxuriös ausgestattet. Ich meine, vorher gab es nur 8 in x86, dem Befehlssatz. Und das sind schon viele Register im Vergleich zu so anderen kleineren Embedded Systems oder so. Wie auch immer, wir brauchen mehr Speicher. Und zum Glück haben wir ja in unserem Computer so tollen Arbeitsspeicher da RAM. Da habt ihr ja wahrscheinlich so 4, 8 oder 16 Gigabyte gerade in eurem Speicher, in eurem PC. Und das Problem bei Arbeitsspeicher, könnt ihr euch denken, ist irgendwie langsamer als Register. Der sitzt nicht direkt am Prozessor, sondern der sitzt ein bisschen weiter weg. Die physikalische Entfernung ist dabei nicht ganz so ausschlaggebend, aber wir sagen mal so Faktor, ungefähr 150 ist das langsamer. Die ganze Geschichte mit Performance und Geschwindigkeit, wie wir das alles optimieren, kommt später nochmal, aber wir können schon mal merken, deutlich langsamer. Aber es ist eben auch deutlich mehr, das ist der große Vorteil dabei. Und wenn wir aus einem Speicher was laden wollen, dann können wir das mit der MOV-Instruktion machen und müssen dann so eine komische Syntax verwenden. In diesen eckigen Klammern steht jetzt eine Speicheradresse. Also das heißt jetzt, wir laden einen Wert von der Speicheradresse 1, 2, 3, 4 in Hexadezimal in RAX rein. Dieses Q-Word davor heißt einfach nur, wie viel wir davon laden möchten. Also das heißt, irgendwie, wir müssen angeben, also wir können einen Pointer angeben in eine Speicheradresse, aber müssen dann sagen, wollen wir daraus jetzt 1 Byte laden oder eben 8 Byte für unser ganzes Register. Und Q-Word steht für 4 Wörter und Wort sind 2 Bytes, also das passt mit unseren 8 Bytes ganz gut. Steht jetzt immer bei uns da, ist nicht so ganz wichtig. Und es gibt es auch in komplizierter, nämlich so. Das hatte ich ja schon mal angesprochen bei dieser komischen Leer-Instruction. Die CPU kann manche Rechnungen, was den Speicherzugriff angeht, sehr schnell ausführen. Da gibt es, wie gesagt, Einschränkungen. Das ist besonders sinnvoll für sowas wie ein Array durchiterieren. Ihr habt irgendwie so einen Pointer zum Start des Arrays und in eurem Array sind Elemente, ja, weiß nicht, sind Integer, also sind 4 Byte groß. Und habt ihr jetzt also noch ein i, was immer hochzählt. Was ihr also machen wollt, ihr wollt einen Base-Pointer plus i mal 4, weil ihr ja pro Element 4 Bytes weiterspringt. Und um genau solche Fälle abzudecken, stellt die CPU solche sehr primitiven oder aber noch einfachen Berechnungen zur Verfügung, dass man die direkt benutzen kann. Sonst müsste man diesen Pointer, den man dann lädt, erst komplizierter berechnen mit eigenen Add-Instructions und so weiter. Also da kann man so gewisse Sachen, gewisse Rechnungen selber ausführen. Man kann aber irgendwie nur mal 2, 4 und 8, also mit den Zahlen multiplizieren. Sehr eingeschränkt. Und soweit so gut, eine Klarstellung eben noch. Wir kümmern uns jetzt um virtuelle Adressen. Die Betriebssysteme noch nicht gehört haben, die könnten sich vielleicht fragen, was genau das ist. Das heißt mehr oder weniger, wir sind der einzige Prozess auf dem Rechner und die Adressen, die wir ansprechen, entsprechen gar nicht mit physikalischen Adressen. Das macht aus vielen
Gründen Sinn, das zu tun. Das Umwandeln zwischen diesen Adressen macht die Memory Management Unit auf dem Prozessor mit der Hilfe des Betriebssystems. Wie auch immer, wenn wir über Speicher reden, zum Beispiel dieses 1, 2, 3, 4, dann sprechen wir unsere virtuelle Adresse an. Wo das dann wirklich in unserem Arbeitsspeicher steckt, das wird dann in einem zweiten Schritt übersetzt. Also das wird gemappt von virtueller auf physikalische Adresse. Das interessiert uns aber nicht. Ja, wir interessieren uns jetzt nur für die virtuellen Adressen und tun erstmal so, als hätten wir den ganzen Adressbereich. Okay, jetzt reden wir ganz kurz darüber, wie diese Adressen aufgeteilt sind. Denn unsere Adressen sind recht groß und wir können jetzt nicht überall auf die Adresse zugreifen. Wir werden das jetzt mal sehen. Wenn das unser Adressbereich ist, unsere Adressen sind ja bei 64-Bit-Systemen 64-Bit groß. Das erlaubt es uns, theoretisch 16 Exabytes anzusprechen. Ihr kennt ja die Rechnung, bei 32-Bit-Systemen konnten wir 4 GB ansprechen, also ungefähr, weil das 2 hoch 32 sind. So viele unterschiedliche Bytes können wir im Speicher ansprechen, wenn wir eine 32-Bit große Adresse haben. Die Adressen gehen also von dieser Adresse bis zu dieser Adresse in Hexadezimal. Der Strich heißt dann nur, ist nur zur Leserlichkeit da zwischen den ersten 32-Bits und den zweiten. 16 Exabytes sind jede Menge, ich glaube, so viel hat keiner von euch in eurem Computer. Deswegen gibt es eine Canonical Form, das sind 48-Bit, das ist auch schon mal mehr als 32. Das erlaubt es uns, 256 Terabyte anzusprechen. Und ich denke, auch wir kommen mit 256 Terabyte aus. Zumindest die ganzen CPUs, die jetzt gerade so existieren, implementieren diese Form, weil das eigentlich immer ausreicht, selbst für riesige Server. Genau, und es ist irgendwie einfacher zu implementieren, wenn man nur weniger Bits hat für den Prozessor. So, und diese Adressen sind jetzt noch aufgesplittet, also diese 256 Terabyte, und zwar in Kernel und User Space. Der User Space ist da, wo unser Programm läuft, da sind all unsere Sachen. Das sitzt da unten, und der Kernel Space sitzt da oben. Warum wurde das so komisch aufgeteilt? Klassischerweise ist es so, dass der Kernel immer, also der Kernel ist das Betriebssystem, dass der immer den oberen Bereich einnimmt, die obere Hälfte, und der User nimmt die untere Hälfte ein. Das hier in der Mitte ist ungenutzt, und was noch auffallen sollte, diese Grafik ist natürlich nicht richtig skaliert. Man würde dieser User Space und Kernel Space gar nicht sehen, wenn ich es richtig skalieren würde, weil eben noch so viel mehr Speicher da in der Mitte ist. Aber das Gute ist jetzt halt, man kann vom ersten Bit immer ablesen, ob das Kernel oder User Space ist. Und deswegen ist das klassischerweise auch so gemacht, diese Aufteilung. Und wenn wir jetzt mal diese Canonical Form erweitern und irgendwann auf 64-Bit gehen, dann möchten wir bitte, dass alle alten Adressen immer noch funktionieren. Deswegen ist eine Hälfte ganz oben und eine Hälfte ganz unten und in der Mitte ist nichts. Also, wenn wir irgendein Programm schreiben, könnten wir theoretisch hier irgendwie im User Space diese ganzen Adressen ansprechen. Alle anderen sind schon mal per se ungültig. Auf Betriebssystemen dürfen wir natürlich überhaupt nicht zugreifen. Diesen User Space gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Denn wir könnten uns jetzt denken, okay, jetzt haben wir 128 Terabyte zur Verfügung, super, dann machen wir da einfach, wie wir wollen, irgendwas mit unserem Speichern, speichern unsere Register irgendwo zwischen. Immer irgendeine zufällige Adresse wählen wir uns aus. So funktioniert es nicht. Also das ist unser User Space, wie gesagt, immer noch 128 Terabyte. Das ist nur der Adressbereich. Das hat, wie gesagt, nichts mit der physikalischen Adresse zu tun. Das heißt, wir können auch später hier oben irgendwelche Adressen ansprechen, die dann auf eine viel kleinere Adresse in der physikalischen Welt mappen. Denn, wie gesagt, niemand hat 128 Terabyte in seinem Rechner. So, und der erste Bereich da unten, ein recht kleiner Bereich, der ist leer. Und dann kommt die Mapped Executable. Da wird typischerweise die ganze Executable hingeladen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Die ausführbare Datei wird einfach von der Festplatte genommen und in den Speicher geladen. Da gibt es dann insbesondere den Maschinencode. Ich habe ja, glaube ich, schon mal diese Punkt Data Section erwähnt. Da sind sowas wie String-Literale drin oder sonst was, also statische Daten. Aber wichtig ist natürlich auch die .Text-Sektion, wo unser Maschinencode drin sitzt. Rust kompiliert unser Rust in Maschinencode und das wird einfach in die Executable irgendwo geschrieben. Alle Instructions hintereinander, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben. Das muss natürlich irgendwo reingeladen werden, damit die CPU immer die Instructions laden kann aus dem Speicher. Die fängt, wie gesagt, normalerweise immer in dieser Position an, aber, so habe ich herausgefunden in den letzten Tagen, Rust nutzt einen besonderen Linker-Flag, der es erlaubt, dass dieser Mapped-Executable-Bereich immer zufällig irgendwo im Speicher sitzt. Wofür das gut ist, werde ich sofort am Ende der Folie erzählen.
Aber falls ihr euch schon mal wundert, man sollte sowieso nie darauf beruhen, dass man immer irgendwie an derselben Adresse im Speicher ist. Das heißt, wenn man irgendwie wohin jumpt in seinem Assembly, dann will man da nie eine feste Adresse angeben. Immer irgendwie in Relation zu anderen Adressen. So, das ist die Map Executable. Jetzt gibt es noch drei andere Bereiche, die uns interessieren. Einmal der sogenannte Heap. Der startet an einer Adresse, die wird oft als Start Break bezeichnet und endet dann bei Program Break. Und der wächst nach oben. Das ist ein kontinuierlicher Block an Speichern und wir können dem Betriebssystem sagen, mach den größer. Mach den 100 Megabyte größer, dann geht es eben hier nach oben. Diese Grafik ist natürlich auch nicht richtig skaliert, weil das wären ja irgendwie schon viele, viele Terabytes. Aber ich denke, das ist klar. Dann gibt es noch den sogenannten Stack. Der wächst mehr oder weniger nach unten, wohl meist ist dann der Größe beschränkt. Was ich hier andeuten will, ist, der benutzte Stack, der wächst nach unten, wobei die Größe irgendwie limitiert ist. Meist auch so 8 Megabyte bei Linux-Systemen. Man kann es natürlich verändern. Und genau, erstmal Stack und Heap sind kontinuierliche Blöcke, habe ich ja gerade schon gesagt. Es sind keine Lücken zwischen, alles wird irgendwie genutzt. Und was vielleicht auch noch auffällt, diese weißen Felder, die werden jetzt nicht gemappt auf physikalischen Speicher. Alle diese anderen Felder, die bunten, die werden gemappt auf physikalischen Speicher. Das heißt, jede Adresse, die ich dazwischen anspreche, ist okay. Da kriege ich irgendeinen Wert zurück. Wenn ich auf so ungemappten Speicher zugreife, und offensichtlich gibt es ungemappten Speicher oder ungemappte Adressen, denn wir haben einen größeren virtuellen Adressraum als unseren physikalischen Adressraum, dann schmeißt der Compiler eine Exception. Nicht im Sinne von, nicht im Java-Sinne, aber eine Art Exception. Oder SecFault wird die auch genannt. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr C++ programmiert habt. Du meinst das Laufzeitsystem schmeißt dann da? Die CPU. Du hattest eben gesagt, der Compiler. Oh, Entschuldigung, ja. Die CPU. Ja, genau, die CPU wirft diese Exception. Nicht der Compiler, der kann es nicht wissen. So, und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das nennt sich Memory Mapping Section oder Segment. Da kann man auch gewissermaßen Speicherblöcke anlegen. Das ist aber nicht kontinuierlich, ja? Das ist irgendwie, besteht aus mehreren Blöcken, wo auch Lücken drin sein können. Hier steht zwar auch, das wächst nach unten, aber ich kann da auch irgendwie vorherigen Speicher schon wieder löschen, dann ist da so eine Lücke drin. Und diese ganzen weißen Flecken, die jetzt noch irgendwie ungenutzt sind, das sind zufällige Offsets. Dieses ASLR steht für, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Application, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, das R steht für Randomization, das heißt, irgendwie werden da die Adressen, das ärgert mich jetzt, das steht für Layout, wie auch immer. Auf jeden Fall werden diese Adressen teilweise ein bisschen randomisiert. Da steht jetzt für Sicherheit. Kann sich jemand vorstellen, was ich damit meine? Wofür ist das vielleicht gut, was Sicherheit angeht? Ja. Ich glaube, es gibt ja ganz viel, gerade so bei verschiedenen Variationen von irgendwelchen beispielsweise Hackerangriffen, dass man versucht, irgendwie diesen Laufzeitpointer, die aktuelle Instruktionszeit irgendwie zu verbiegen. Und da macht es natürlich für Außenstehende extrem schwer, wenn sozusagen nicht mehr die interne Struktur des Programms 1:1 nachvollziehen kann. Ganz genau. Sonst könnte ich ja irgendein Programm analysieren und wüsste, das speichert immer an Adresse so und so das Passwort, um es jetzt ganz einfach zu machen. Steht ja. Übrigens für Address Space Layout Randomization. Ah, danke. Address Space Layout Randomization. Ja, das ergibt Sinn. Ja, das wird an einigen Stellen eingefügt und deswegen auch das zufällige Mapping der Executable. Wie gesagt, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich habe das so im Internet immer gefunden und war klar, okay, beginnt irgendwie an dieser 400-Adresse oder 400.000-Adresse. Und bei den Rust-Executables war dann alles anders und ich musste erstmal herausfinden, wieso. Deswegen, also nicht wundern. So, also das ist jetzt ziemlich kompliziert, was wir hier uns angucken. Da fragen wir uns, wie sollen wir das jetzt benutzen? Wofür ist das jetzt alles gut? Wir gucken uns ja erstmal ganz kurz den Stack an, wie der funktioniert. Ihr kennt ja den Stack als Datenstruktur, als Keller. Das ist ein LIFO-Prinzip, das heißt Last In, First Out. Das Letzte, was wir reingesteckt haben, kommt wieder auch als Erstes wieder raus. Das bezieht sich allerdings nur auf das Einfügen und Löschen. Lesen können wir immer überall im Speicher. Also wenn wir uns an den Info-A-Stack-Keller erinnern, da konnten wir auch immer nur das Top-Element lesen. Das ist hier nicht so. Lesen können wir sowieso überall. Aber was das Einfügen und Löschen angeht, da immer LIFO-Prinzip. So könnte ein Stack aussehen. Da sind jetzt irgendwie unterschiedliche Variablen drin.
Ich hätte die vielleicht auch noch dicker oder dünner zeichnen können, je nachdem wie groß die sind, aber steht ja dabei. So, und die Verwaltung dieses Stacks passiert ganz alleine durch einen Stackpointer. Der Stackpointer, der zeigt auf das oberste Element des Stacks. Beziehungsweise, das ist jetzt das kleine Problem, der Stack am Computer wächst nach unten. Wir sagen, oder wir denken das Stack immer an so einen Haufen, der nach oben hin wächst. Wir müssen das Denken umdrehen. Der Stack hier wächst nach unten. Also der Stackpointer zeigt auf das unterste Byte. Das letzte, was eingefügt wurde also. Und der wird im Register RSP gespeichert. SP steht für Stackpointer. Also zeigt unser RSP bei diesem Stack hier drauf, weil das irgendwie die letzte Variable ist, die wir eingefügt haben. Und wir können die anderen Variablen berechnen, indem wir einfach irgendwie da so Offsets bilden. Also wenn wir negativ rechnen, gehen wir hoch im Stack und kommen dann auf andere Variablen. Jetzt möchten wir gerne eine neue Variable, eine U64-Variable, auf den Stack pushen. Wer möchte denn mal sagen, wie wir das hinkriegen könnten mit Instruktionen? Bis jetzt alles noch, was ihr kennt. Ja? Wir inkrementieren das RSP und machen dann einen Move von unserem neuen Wert da an die Stelle. Ganz genau. Inkrementieren nicht um 1, aber genau, wir erhöhen oder besser gesagt, ja okay, ist fast falsch, wir erniedrigen den RSP, das ist das Wichtige dabei, da er ja runtergeht, wird er kleiner, weil die Adresse dann sind auch die Rechnungen hier falsch, ne? Ja. Aber das ist immer so die kleine Schwierigkeit dabei. Aber nachher habe ich es richtig, da bin ich mir recht sicher. Genau, aber wir subtrahieren da vom RSP was weg. Und zwar 8, weil wir ja 8 Byte einfügen wollen. Und dann sagen wir, kopiere da mal bitte einen Wert hin. Und dann passiert das. Ja, so sollten die Adressen richtig sein. Genau, und da das so oft gemacht wird, gibt es da eine eigene Instruktion für. Nämlich Push 42. Das macht genau das. Es erhöht einfach den RSP um die Anzahl der Bytes, die dieser Wert einnimmt. Oder wahrscheinlich steht am meisten Register. Und kopiert dann den Wert dahin. Und der Weg zurück sieht so aus. Gut, ist recht klar, wir kopieren uns irgendwie diesen Speicherinhalt dann in unser Register, um uns wieder diesen letzten Wert zu holen. Und dann addieren wir auf RSP wieder was drauf. Und das gibt es auch unter einer eigenen Instruktion, nämlich POP. Sind einfach nur kleine Helferinstruktionen. So weit, so gut. So können wir erstmal den Stack grundlegend bedienen. Und jetzt gucken wir uns einmal kurz den Heap an. Und wir vereinfachen schon eine Sache. Denn der Unterschied zwischen diesem Heap, den wir gerade gesehen haben, und der Memory Mapped Area ist für uns eigentlich unwichtig. Tatsächlich kannte ich diesen Unterschied ewige Zeit nicht. Erst vor kurzem habe ich den kennengelernt, den Unterschied. Es ist aber für uns ziemlich irrelevant. Deswegen vereinfachen wir das und definieren jetzt Heap als Heap und Memory Mapped Area. So hat man den auch meist kennengelernt, so irgendwie in InfoA oder sonst was, wenn man mal kurz vom Heap was gesagt hat, dann meinte man immer diese beiden Sachen zusammen. Letztendlich spricht man immer mit einem Allocator, der irgendwie einen Speicher bereitstellt und der nutzt diese beiden Speicherbereiche. Also es gibt zwar diesen Heap im Memory Mapping, aber ab jetzt meine ich mit Heap immer die Zusammenfassung dieser beiden Bereiche. Das Einzige, was für uns jetzt wichtig ist, man kann irgendwie Blöcke fester Größe von Betriebssystem anfragen. Man muss immer zum Betriebssystem gehen und sagen, gib mir einen Block der Größe 300 und dann kriegt man den. Oder das Betriebssystem sagt, ich habe keinen Speicher. Das passiert aber selten. So, das ist das Einzige Wichtige und hier nochmal der Vergleich. Der Stack, da ist die Verwaltung extrem einfach, nämlich nur durch einen Pointer, den wir immer erhöhen und erniedrigen. Und das Hinzufügen funktioniert fest nach LIFO-Prinzip. Das heißt, wir können nicht in der Mitte irgendwo Sachen rauslöschen. Und lesen, gut, das können wir überall, das ist mehr. Und beim Heap ist es eher andersrum. Das Löschen und Hinzufügen geht in beliebiger Reihenfolge. Das heißt, wir können auch Löcher haben im Heap. Das wiederum macht aber die Verwaltung des Heaps schwieriger. Denn wir möchten die Löcher ja auch wieder irgendwann später nutzen. Sonst verschwenden wir all unseren Speicher, wenn wir immer nur in eine Richtung uns erweitern und die alten Blöcke gar nicht mehr neu nutzen. Und man möchte irgendwie die Fragmentierung klein halten, dass also nicht so viele Löcher entstehen und all so ein Spaß. Also es ist komplizierter, deutlich komplizierter.
So, die beiden haben wir jetzt also. Und jetzt reden wir mal über Funktionen. Denn wenn wir in Rust was programmieren, dann sind wir meist in irgendwie FN-Funktionen drin. Oder eigentlich fast immer. Jeder Code, der was tut, ist da drin. Also müssen wir irgendwie eine Art haben, diese Funktionen zu mappen auf unsere Instructions. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir auch andere Funktionen aufrufen können. Den Inhalt einer Funktion haben wir jetzt schon irgendwie gemappt, aber wie können wir jetzt andere Funktionen aufrufen? Also, wenn wir uns da Gedanken machen, kommen wir gleich darauf, dass wir Jump benutzen können. Wir haben ja irgendwie jede Funktion, können wir in Maschinencode umwandeln. Die packen wir einfach hintereinander, die verschiedenen Funktionen in unsere Executable, und dann hat jede Funktion irgendwie eine Startadresse, wo sie anfängt. Die erste Instruktion dieser Funktion. Dann können wir einfach mit Jump zu den einzelnen Startadressen spielen. So weit, so gut, aber dann fragt man sich, wenn ich Funktionsargumente übergeben möchte oder einen Rückgabewert zurückgeben möchte, wo wird das gespeichert? Und insbesondere auch, wo werden die lokalen Variablen gespeichert? Das ist natürlich eine wichtige Frage, und wir könnten einen Heap dazu nutzen, aber das ist aus vielen Gründen schlecht, denn erstmal ist es sehr langsam. Und wir merken vielleicht, dass der Stack perfekt geeignet ist dafür, denn die Funktionen, die funktionieren auch in einem LIFO-Prinzip. Das heißt, die letzte aufgerufene Funktion wird sich als erstes wieder beenden, also returnen. Das funktioniert genauso wie der Stack quasi. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen falsch schon erzählt. Es ist nicht so, dass Gott uns den Stack gegeben hat und wir haben gesehen, oh, das passt gut für Funktionen. Natürlich haben wir, die Informatiker, den Stack oder irgendwie das ganze System und Speichermapping auch so entwickelt, da das gut zu Funktionen passt. Also das ist immer so ein, ja, es ist eine lange Entwicklung. Es ist nicht so, dass wir irgendwie alles bekommen haben und uns dann jetzt Gedanken machen müssen, wie wir das implementieren. Und dieses Memory Layout im Übrigen ist auch nicht irgendwie von der Hardware vorgegeben. Wir könnten auch irgendwie was anderes in Hardware gießen. Wichtig hier zu merken ist auf jeden Fall, dass wir irgendwie ein Protokoll brauchen. Wenn jede Funktion ihre lokalen Variablen irgendwo im Speicher hinpackt, dann wird das chaotisch ohne Ende. Und die werden Calling Conventions genannt. Wenn wir irgendwie aus einer fremden Library eine Funktion aufrufen wollen, dann müssen wir uns ja darauf verständigen, wo wir die Funktionsargumente hinpacken zum Beispiel. Wenn das nicht zusammenpasst, dann geht das natürlich überhaupt nicht. Und da gibt es, wie gesagt, diese Calling Conventions. Da gibt es mehrere. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf immer nur über die Haupt-Calling-Convention für x86-64 reden. Und auch nur recht grob. Also, wie machen wir das jetzt? Wir können den Stack nutzen. Was genau passiert da? Jede Funktion, beziehungsweise jeder Funktionsaufruf, also wenn ich eine Funktion nur habe, aber die mehrmals aufrufe, dann gibt es mehrere Stack-Frames. Also pro Funktionsaufruf ein Stack-Frame. Und ein so ein Stack-Frame enthält quasi alles, nämlich Argumente und lokale Variablen und diverse andere Sachen. Wenn das hier unser Stack ist, dann ist das da drin, zum Beispiel. Wir sehen erstmal, drei Argumente wurden der Funktion übergeben anscheinend. Dann gibt es hier zwei Sachen, die wir noch nicht ganz verstehen, und dann die lokalen Variablen. Das ist auf jeden Fall ein so ein Stack-Frame. Da gehört jedem Funktionsaufruf. So, und ESP zeigt jetzt auf diesen letzten Eintrag, wenn wir noch keine anderen Funktionen aufgerufen haben. Also hier nach oben, da sind die Stackframes der Funktionen, die uns aufgerufen haben, die weiter oben sind. Und nach unten geht es die Funktionen, die wir aufrufen würden. Aber in diesem Fall haben wir jetzt noch keine aufgerufen, denn ESP zeigt ja direkt auf unseren Stackframe. Das heißt, es ist wohl noch nichts anderes im Stack gelandet. So, und dieses RBP, was ihr da schon auf der rechten Seite seht, das ist der sogenannte Base Pointer. Dieser Basepointer wird zur Verwaltung unseres Stackframes genutzt. Das ist einfach, das vereinfacht uns einige Sachen. RBP zeigt immer auf diesen lilanen Block, auf letzten RBP, werden wir gleich noch verstehen. Und damit zeigt er sozusagen in die Mitte des Stackframes, und wir können alle Sachen, die uns interessieren, nämlich Argumente und lokale Variablen, in Abhängigkeit von RBP indizieren. Das nach oben hin, das sind alle die Argumente und eben die Rücksprungsadresse. Die können wir alle indizieren, indem wir Plus rechnen auf den RBP. Und nach unten hin sind es eben die lokalen Variablen. Zum Beispiel können wir dann sowas machen. Das werdet ihr öfters sehen, dass irgendwo RBP minus ein fester Wert steht. Das ist einfach nur die Art und Weise, um auf lokale Variablen oder Argumente zuzugreifen. Ja. Soweit so gut.
dieser RBP ist nicht zwingend notwendig, aber er ist oft sinnvoll. Deswegen wird er oft eingebaut und benutzt. Erstmal ist er nicht notwendig, weil wir auch immer irgendwie von RSP alle Sachen ansprechen können. Das wird teilweise komplizierter, aber da wir es eh nicht handassemblen und die Compiler ziemlich schlau sind, könnten die es irgendwie hinbekommen. Aber RBP ist sinnvoll, denn dieses letzte RBP, ihr könnt euch vorstellen, das zeigt irgendwie, also da ist jetzt ein Pointer drin, und dieser Pointer ist das, wo der RBP stand beim letzten Funktionsaufruf. Das heißt, diese ganzen, ihr könnt euch vorstellen, hier oben ist irgendwie auch noch so eine lila Box für letzter RBP. Das ist so eine Linked List quasi. Jede lila Box zeigt auf die vorherige lila Box. Und unser RBP, also das Register wirklich, zeigt immer auf die unterste lila Box. So haben wir irgendwie so eine Linked List von Stack Frames. Und wenn jetzt irgendwie ein Debugger daherkommt oder ein Exception Handler, möchte der irgendwie anzeigen, wie unsere Aufrufsgeschichte war, also welche Funktion welche aufgerufen hat, bis zum Crash oder bis zum Breakpoint, dann ist es natürlich ganz sinnvoll, wenn man irgendwie einfach nur das RBP-Register auslesen kann und dann die ganzen RBPs hochwandern kann. Genau dafür ist das gut, für sogenannte Stack Traces oder sowas. Ist einfach sehr sinnvoll und macht es auch etwas einfacher, Assembly zu lesen. Teilweise wird es weggelassen, weil es dann noch schneller ist und man sich ein paar Instruktionen spart, aber wie auch immer, dafür eigentlich wird es genutzt. Und dann nur noch die Rücksprungsadresse, die brauchen wir, denn unsere Funktion könnte jetzt von unterschiedlichen Stellen aufgerufen werden. Wenn wir eine super allgemeine Funktion wie Quadratwurzel programmieren oder so, dann kann man sich gut vorstellen, dass sie aus verschiedenen anderen Funktionen aufgerufen wird. Und wenn wir unsere Instruktion durchgearbeitet haben, müssen wir natürlich wieder zurückspringen. Und da können wir jetzt keinen festen Wert eingeben. Da müssen wir jetzt eine Adresse irgendwo herladen. Das muss dann eben die aufrufende Funktion angeben. Spring mal bitte, nachdem du fertig bist, wieder hierhin zurück. Soweit so klar? Okay, ich mache jetzt mal weiter. Und zwar machen wir das jetzt an einem recht langen Beispiel. Also da rechts ist unser Stack und wir wollen jetzt erstmal uns das hier angucken. Das ist unsere Main-Funktion, wo wir eine lokale Variable haben, die nennt sich S. Das ist bei uns alles erstmal U64, damit das immer genauso groß ist wie Register. Macht es gerade ein bisschen einfacher. Dann rufen wir die Funktion foo auf. Oh, die zeige ich gleich. Aber das ist erstmal der Stack-Frame von Main. Wir haben keine Argumente. Eine Rücksprungsadresse haben wir. Hier kann man sich natürlich denken, wo muss eigentlich Main hinspringen, wenn es fertig ist? Ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall kommen davor noch ein paar Sachen und irgendwann springt es zum Betriebssystem zurück. Wie auch immer. Dann kommt dieser letzte RBP, der ist in jedem Stackframe vorhanden und dann eine lokale Variable. Also das ist der Stackframe von Main. Foo ist so definiert, wir haben zwei Argumente und zwei lokale Variablen und machen da so Sachen. So, und das ist also der Stackframe von Foo. Ich denke, das ist auch wieder selbsterklärend, diese beiden Argumente, hier die beiden lokalen Variablen und die beiden Felder in der Mitte, die da immer sind. Also das ist Foo. Die obere Hälfte von jedem Stackframe, das ist die Rücksprungsadresse und die Variablen, oder Argumente meine ich, die wird von der aufrufenden Funktion angelegt. Das ergibt natürlich Sinn, denn die aufrufende Funktion definiert ja den Wert für die ganzen Argumente und definiert auch die Rücksprungsadresse. Main muss ja sagen, wo Foo hin zurückspringen muss. Und die untere Hälfte wird vom Stack, die untere Hälfte des Stackframes enthält eben die lokalen Variablen und diesen RBP. Und das wird von der aufgerufenen Funktion selber angelegt. Klar, die lokalen Variablen muss von der aufrufenden Funktion gemacht werden. Der RBP wird einfach nach Konvention auch von der aufrufenden Funktion gehandelt. Also das da wird von Main irgendwie angelegt und das wird von Foo angelegt. Trotzdem gehört dieser Teil hier Foo, also man sagt, das ist Foos Stackframe. Nur die aufrufende Funktion muss einen Teil der aufgerufenen Funktion dessen Stackframe anlegen. Okay, wir wollen jetzt mal SAMD bauen. Und zwar für Foo. Also, wir sind gerade am Anfang von Foo. Für uns wurde schon BA und die Rücksprungsadresse da hingepackt. Das ist das, was Main uns vorbereitet hat, die untere Hälfte unseres Stackframes. Also die erste Hälfte. Wir müssen jetzt alles andere machen. Was meint ihr, was muss jetzt erstmal als nächstes passieren?
in Foo. Welcher Block muss dann im Stack zumindest als nächstes kommen? Das ja. Ist nämlich der letzte ABB. Ganz genau. Hast du auch eine Idee, wie wir den da hinbekommen? Ja. Hast du noch eine Idee? Dann fange ich erstmal an, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Sagen einfach Push ABP. Unser Register ABP zeigt jetzt gerade hier drauf. Und genau das wollen wir gerade auf den Stack packen. Der ABP von der letzten Funktion. Ist recht einfach. Was dann passiert ist, zack. Ja, es hat sich hier ein Block gebildet. Also, das heißt gebildet. Dieser Block wurde einfach gefüllt mit Speicher und der RSP wurde um 1 erhöht. Das wissen wir, diese Push-Funktion erhöht den RSP auch um 1 automatisch. So, was jetzt? Was muss jetzt nochmal passieren? Dieser ABP, der ist jetzt hier stehen geblieben. Ja? Der ABP muss jetzt auf den nächsten, letzten ABP zeigen. Ganz genau. Ja, ABP, ja. Richtig? Weißt du wie? Kopiert das rein. Ja. Ja, genau. Richtig, wir sagen einfach, der RSP, der zeigt ja gerade darauf, der soll jetzt auch in RBP sein. Also jetzt zeigen beide Speicher oder beide Register auf diesem letzten RBP. Soweit, so gut. Und jetzt, ganz genau, was wir jetzt machen ist, wir legen uns Platz für unsere lokalen Variablen an. Was kommt dann also wohl für eine Instruktion als nächstes? Ja? Zweimal Push und dann... Adressen, die jetzt X und Y haben. Also, ja, genau. Fast. Man macht das immer ein bisschen anders noch, ein bisschen einfacher. Wolltest du noch was sagen? Oder? Ja. Man macht es so nämlich. Man sagt einfach, okay, ich subtrahiere den direkt um 16. Dann muss ich nicht immer Push aufrufen. Also 2 mal 8, 2 mal für unsere Variable. Und dann ist der eben da unten irgendwo der RSP. Klar, wir können auch Push benutzen, keine Frage, aber üblicherweise wird es so gemacht. So, jetzt müssen wir irgendwie den Wert von A zu X hinbekommen. Also wir wollen es rüber kopieren. Traut sich jemand zu, da irgendwie den MOV-Befehl zu formulieren, also mit den richtigen Speicheradressen? Ich könnte erstmal nur eine Sache sagen, also Ziel oder Quelle. Ja? Quelle wäre ja eigentlich RBP plus, ich weiß nicht genau, ob das dann 16 sind, um 2 weiter hochzuspringen. Genau. Jede Box von uns ist erstmal nur 8 groß, also A ist an RBP plus 16. Und unser Entschuldigung. Ja, genau. Und unser X ist bei RBP minus 8, also 1 runter nur. Das heißt, wenn wir das ausführen, dann entsteht hier jetzt X. Also ich meine, der Speicher war auch schon vorher da, nur da stand halt irgendwas anderes dran. Und das machen wir nochmal mit der anderen Sache, mit Y, mit anderen Offsets, und dann entsteht da Y. Gut, das war ja schon unsere Funktion, die hat jetzt halt nichts gemacht, was ein bisschen doof ist, aber... Muss halt genug einfach sein, damit wir wenigstens unser Assembly da hinschreiben können. Jetzt räumen wir wieder auf. Jetzt kommen wir schon zum Ende der Funktion. Wir haben zwar nichts gemacht, aber jetzt kommen wir zum Ende der Funktion. Was denkt ihr, machen wir jetzt? Jemand eine Idee? Ja? Wir addieren wieder 16 auf RSP, um quasi diese lokalen ganz genau. Variablen wegzuschmeißen. Richtig. Das Ding ist, wir schmeißen die jetzt nicht wirklich weg, die sind noch da. Die Werte sind noch im Stack drin. Das interessiert uns ja in fast allen Fällen nicht.
wenn wir sowas wie Verschlüsselung schreiben oder sonst was, dann müssten wir vielleicht mal darauf achten, dass wir diese Variablen wirklich mit Nullen überschreiben oder am besten noch mit Zufallszahlen. Aber ist egal, für die meisten Fälle ist das eben egal und es wird einfach auf den Stack gelassen. Aber für uns existiert das nicht mehr, denn RSP zeigt uns schon wieder hier drauf. Gut, und dann müssen wir nur noch wieder diesen RBP-Geschichte herstellen. Dazu sagen wir einmal POP RBP. Das heißt, das oberste Element bzw. unterste Element bei uns vom Stack wird genommen und in RBP gespeichert. Also hier steht ja dann dieser Pointer drin. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ja, also der Pointer, der hier drin stand, wird in RBP gespeichert und dieser Pointer zeigt da drauf. Und RSP wurde um 1 verringert. Also beziehungsweise um 8 verringert. Weil das eben POP macht. Und dann müssen wir nur noch zurückspringen zu unserer Rücksprungsadresse. Und das machen wir zum Beispiel so, wir poppen einfach wieder das oberste, die Rücksprungsadresse in ein Register und sagen dann Jump zum Register. Ja. Gibt es Fragen dazu? Wir haben jetzt schon ziemlich viel Detail gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz notwendig, aber es ist trotzdem sehr hilfreich, wenn man das einmal verstanden hat, wie das so grundlegend funktioniert. Ich hätte 2 Fragen. Ja. Nummer 1 wäre, wenn ich einen Rückgabewert haben will, wo speichere ich den? Gute Frage, kommt gleich. Nummer 2 wäre, würde es nicht auch reichen, statt hier Jump RCX auszuführen, einfach nur den RCX-Befehl in den in den Codezeller reinzuladen? Ja. Also mit POP, das müsste doch eigentlich auch gehen, dann spart man sich diese Jump-Operation. Ja, genau, das ist diese POP-Operation, meinst du? Die spart man sich. Ja, so wie ich das jetzt erklärt habe, könnte man das wahrscheinlich auch in einer Zeile schreiben. Beim Assembly ist es manchmal ein bisschen schwierig, was man da genau machen kann. Also die Register gibt es da nicht einfach nur aus Spaß, sondern das meiste, was man mit Sachen macht, also Rechnung oder sonst was, muss in Registern passieren. Man kann zum Beispiel auch nicht direkt auf Speicher was addieren. Erst ins Register laden, addieren, zurückladen. Dafür sind die Register da. Und deswegen habe ich das jetzt auch so hier hingeschrieben. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich nicht hier alles ausprobiert habe unbedingt. Das heißt, es könnte mal eine Instruktion sein, wo ich mich auch genau dabei vertan habe und man das doch im Speicher machen könnte oder eben doch in Register machen muss. Das war nicht ganz die Frage. Es gibt ja ein Register, das die aktuelle Position in meiner Text-Section referenziert und sagt, wann ich wie weit. Genau. Es müsste doch eigentlich reichen mit POP. Genau in dieses Register die Rücksprungadresse zu laden, dann hätte man hier diese 2 Sachen weg. Und dann würde sich vor allem auch das RCX-Register hier sparen. Okay, ja. Also genau, das RCX-Register zu benutzen ist blöd. Ich weiß nicht, ob man direkt poppen kann in das Program-Counter-Register, also das, wo gespeichert wird. Also wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht exakt aus mit diesen Instruktionen. Es ist auch für das, was wir hier gerade lernen, nicht so ganz wichtig, dass wir die exakten Instruktionen auf jeden Fall wissen wir, irgendwie geht das so. So, wir gucken uns nochmal ganz kurz Main an. Da gehen wir jetzt nicht so langsam drüber und leider kommt auch keine tolle Animation auf der rechten Seite, das ist ein bisschen aufwendig. Aber das hier zum Beispiel passiert immer am Anfang. Von jeder Funktion seht ihr das quasi. Einmal wird der RBP gepusht und dann wird der RBP neu gesetzt, um jetzt auf den neuen lilanen Block zu zeigen. Das passiert quasi immer. Dann wird quasi immer Platz gemacht für lokale Variablen. Und in diesem Fall moven wir dann halt eben die 5 hier rein. Und jetzt kommt das Wichtige, wir müssen ja diesen Foo aufrufen und wir haben gesagt, dass die untere Hälfte der Stackframes, beziehungsweise obere Hälfte, wenn wir es umdrehen, dass die von der aufrufenden Funktion vorbereitet wird. Also die Argumente müssen ja irgendwo da hinkommen. Und dann machen wir jetzt erstmal, erhöhen wir den RSP wieder, um Platz zu haben. Und zwar erstmal nur für die beiden Argumente. Kopieren dann die beiden Argumente dahin. Und dann sagen wir noch Push After Call. Das ist jetzt wieder einfach nur ein Name für diese Stelle, nachdem wir Foo aufgerufen haben. Ist das wieder nur eine Adresse oder eine relative Adresse, irgendwie sowas. Und dann sagen wir Jump Foo. Ich hoffe, das macht auch mehr oder weniger Sinn. Es ist hauptsächlich nur zur Vollständigkeit. Da sollte ich jetzt nicht nochmal im Detail durchgehen. Noch 2 kurze Sachen, bevor wir noch ein paar andere Sachen besprechen. Und zwar gibt es wieder 2 Abkürzungen
das, was wir gesagt haben mit Push after Call und Jump dahin. Dafür gibt es die Call-Instruktion. Also die packt irgendwie die Rücksprungsadresse, die richtige, auf den Stack und springt dann irgendwie zu dieser Funktion hin. Und genau für das andere, was gerade schon irgendwie besprochen wird, gibt es auch eine eigene Instruktion, nämlich Return, also Red. Da wird auch genau das gemacht. Die Rücksprungsadresse, man nimmt an, die Rücksprungsadresse liegt ganz oben auf dem Stack gerade, die wird genommen und da wird hingesprungen. Ja, genau, das war einfach das irgendwie nur. So, und jetzt kümmern wir uns gerade kurz um den Rückgabewert. Der wird eigentlich immer in RAX gespeichert. Das ist einfach so eine Konvention. Der Rückgabewert wird in diesem Register gespeichert und wird dann von der aufrufenden Funktion ausgelesen. Fragt man sich natürlich, was passiert, wenn ich da größere Werte drin habe? Dann benutzt man so einen Trick, so einen sogenannten Outpointer. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, also wenn wir sowas machen würden, dann würde das irgendwie umgesetzt werden als sowas. Das heißt, die aufrufende Funktion muss schon einen Speicherbereich bereitstellen für Big Struct und übergibt dann einen Pointer an die Funktion und die Funktion schreibt auf diesen Pointer. Also, das sieht man in C zum Beispiel sehr oft, dieses Pattern, weil man in C auch keine Tupel zurückgeben kann. Wenn man dann mehrere Sachen zurückgeben möchte, muss man da immer so Pointer reingeben, die dann beschrieben werden. Also so wird es letztendlich nur umgesetzt. Rückgabewert kommt zumindest nicht auf den Stack. Und jetzt noch eine kleine Enttäuschung. Das, was ich gerade erzählt habe, ist nämlich gar nicht, wie es richtig funktioniert. Das ist noch eine Vereinfachung. Es gibt da einige Optimierungen, die wir vornehmen können. Zum Beispiel hat man sich gedacht, wir haben jetzt unsere 16 tollen Register. Warum speichern wir alle Argumente auf dem Stack? Ja, erstmal werden die ersten 6 Argumente in unserer Funktion in den Registern gespeichert. Und zwar in dieser Reihenfolge. Hat sich einfach nur irgendjemand ausgedacht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr euch an Montag erinnert, da hatten wir uns schon mal eine Funktion angeguckt und da war das Argument in RDI drin. Deswegen war das in RDI drin. Das heißt, die meisten Funktionen, die haben jetzt nicht so viele Argumente, das heißt, meist kommen wir auch ohne den Stack aus, die Argumente zu übergeben. Das ist natürlich eine super Sache. Wir vereinfachen natürlich alles im Moment, weil wir immer nur sagen, alles ist nur 64-Bit groß. Bei anderen Größen wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber ihr könnt euch vorstellen, irgendwie geht das auch. Und dann gibt es noch die sogenannte Red Zone. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Das ist letztendlich nur einfach eine Zone von ein paar Bytes oder schon einigen Bytes unter dem RSP, wo niemand einfach so hinschreiben kann. Und die gehört der aktuellen Funktion. Was heißt das jetzt wieder? Das ist dafür da, dass diese aktuelle Funktion, wenn sie keine anderen Funktionen mehr aufruft, dann kann sie einfach diese Red Zone benutzen für ihre lokalen Variablen. Das heißt, sie muss gar nicht mehr den RSP anpassen. Sie schreibt einfach irgendwo in diese Red Zone rein. Das spart jetzt eine Instruktion, den RSP anzupassen. Das ist alles nicht ganz so wichtig. Wenn ihr in dieser Hausaufgabe, die ich gleich noch erwähnen werde, diesen Assembly analysieren müsst, dann ist das vielleicht interessant zu wissen, dass oft, wenn ihr euch kleine Funktionen anguckt, dass es überhaupt keine lokalen Variablen auf dem Stack gibt. Insbesondere, wenn ihr so eine Blatt-Funktion seid, die keine weiteren Funktionen mehr aufruft. Meist wird alles in Registern gespeichert und wenn der Stack benutzt wird, dann teilweise auch einfach nur die Red Zone. Wie gesagt, das alles ist sehr kompliziert und das muss man auch nicht unbedingt alles wissen. Das interessiert uns für Rust nicht alles, aber es ist gut, einmal gehört zu haben, wenn man mal Assembly sich anguckt. Und das ist noch lange nicht die ganze Geschichte. Es gibt noch deutlich mehr bei dieser Calling Convention. So. Also, soweit so gut. Jetzt gucken wir uns mal an, was mit dem Stack nicht ganz so gut funktioniert. Und zwar gibt es einige Limitationen, denn wir wissen ja jetzt, dieser Stack-Frame pro Funktion ist konstant groß. Wir haben immer vom RSP irgendwie eine konstante Zahl 16 abgezogen oder so. Das macht auch sehr viel Sinn, denn dann können wir jede Position von jeder Variable immer mit dem RBP ganz einfach bestimmen. Man kann sich natürlich vorstellen, oder erstmal die schwierige Variante ist, wenn man mehrere Typen hat, wo man nicht zur Kompilierzeit weiß, wie groß die sind, dann weiß man jetzt nicht, wenn man zwei davon hintereinander hat, wo der zweite anfängt. Man muss sich dann ja noch irgendwo auf den Stack nochmal speichern, wie groß dann dieser Typ ist. Das heißt, es kommt jetzt deutlich mehr Aufwand da rein, um sich zu speichern, wie groß ein Typ ist. Deswegen mag man auf dem Stack eigentlich immer nur Typen, die irgendwie, wo man die Größe weiß.
wir kennen ja oder haben schon mal gehört von diesen Unsized Types und Sized Types. Wir können eben keine Unsized Types auf dem Stack haben. Das möchte der Compiler nicht und möchte, ja, also ist einfach nicht so gut. Macht alles viel komplizierter. Es gibt ja zwar spezielle Ausnahmen, wo man das doch manchmal machen könnte, ohne große zusätzlichen Aufwand. Aber das ist egal. Für uns heißt es erstmal, wir können uns nur Sachen auf den Stack speichern, wo wir die Größe kennen. Wie U64, da kennen wir die Größe. Kein Problem. Genau. Und wachsende Arrays zum Beispiel ist auch so ein Beispiel für Typen, die können wir jetzt nicht auf den Stack abbilden. Denn da müssen wir uns dann die Länge dazu speichern. Es wird kompliziert, denn wenn wir auch noch weitere Funktionen aufrufen, ist vielleicht ja auch darunter noch was im Stack. Das heißt, wir können nicht einfach das Array verlängern. Also deswegen, so wachsende Arrays gehen halt nicht auf den Stack. Also, und diese Unsize-Types sind überall verboten, was mit dem Stack zu tun haben könnte. Eine lokale Variable, Funktionsargumente und Rückgabewert. Der Rückgabewert ist ja entweder in einem Register, was auch eine feste Größe hat, oder wurde schon von der aufrufenden Funktion in den Stack gepackt. Mehr oder weniger. Also auf jeden Fall ist es erstmal für uns jetzt verboten. Und diese Unsize-Types müssen eben auf dem Heap gespeichert werden. Man spricht auch davon, dass sie geboxt werden. Boxing nennt man eigentlich immer, wenn man etwas auf dem Heap speichert. Reden wir mal kurz darüber, wie in Rust die Typen aufgebaut sind vom Speicherlayout. Das ist nämlich sehr wichtig mal zu verstehen, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Sprachen. Alle Produkttypen, die wir kennengelernt haben, also Structs, Tuple und so weiter, die werden quasi direkt hintereinander im Speicher gespeichert. Also alle Felder dieser Typen. Wenn wir unseren Point 2 haben und wir haben irgendwie so eine Main-Funktion, wo wir einen Point 2 haben und ein Tuple, beides wie gesagt immer U64, dann sieht das so im Stack aus. Die werden einfach nur stumpf hintereinander gespeichert. Das Problem hierbei ist noch manchmal beim Verständnis ist ein bisschen schwierig, denn manchmal fügt der Compiler Padding ein. Was ist das jetzt? Das kommt daher, dass gewisse Werte aligned sein möchten, also zu bestimmten Speicheradressen aligned. Zum Beispiel U64 ist jetzt 8 Byte groß und das möchte gerne nur an Adressen liegen, die durch 8 teilbar sind. Aber dabei bin ich mir nicht mal sicher. Sagen wir, U32 möchte auf jeden Fall nur an Adressen sitzen, die durch 4 teilbar sind. Das macht es dem Prozessor deutlich einfacher, damit zu rechnen und so weiter. Also man möchte solche Speicher alignen. Wenn wir also ein Struct hätten, wo erst ein Boolean ist, oder sagen wir ein U8, und danach kommt ein U32, dann fügt der Compiler Padding ein, und zwar 3 Bytes, damit das zweite U32 wieder schön an einer Speicheradresse ist, wo es gebraucht wird. Deswegen, dieses Padding kann manchmal ein bisschen Sachen kompliziert machen, aber grundsätzlich können wir sagen, es ist alles im Stack hintereinander. Und Enum gewissermaßen auch. Bei Enum müssen wir uns noch so einen Diskriminator speichern, also um uns zu merken, welcher von diesen Werten ist es denn jetzt. Ist es jetzt None oder Sum oder sowas? Aber das funktioniert auch irgendwie. Also alles irgendwie auf dem Stack. Und den Heap in Rust muss man immer explizit nutzen. Und das ist im Gegensatz zu anderen Sprachen, die ihr vielleicht kennt, wie Ruby oder Java. Das muss man immer explizit machen, wie auch zum Beispiel in C. Wie nutzen wir denn jetzt den Heap in Rust? Endlich kommen wir mal wieder zu Sachen, die wir in Rust lernen. Erstmal nicht in Rust, sondern in C würde man einfach malloc aufrufen. Das ist eben fast diese grundlegende Funktion. Wir fordern einen Block einer festen Größe an. Und dann gibt es noch free, davon habe ich noch gar nicht gesprochen, aber wir wollen ja diese Blöcke auch manchmal wieder freigeben. Und das rufen wir einfach mit einer Speicheradresse auf und sagen, okay, gib mal den Block wieder frei. Malloc und free sind jetzt C-Library-Funktionen. Das heißt, das ist nicht wirklich das Unterste. Das ist nicht, wie wir direkt mit dem Betriebssystem reden, aber es ist vergleichbar. Es ist für uns in Ordnung. Letztendlich können wir vom Betriebssystem auch nur genau diese Sachen anfragen. Und dadurch können jetzt typische Speicherfehler auftreten. Falls ihr euch an die allererste Vorlesung erinnern könnt, wo einige von euch vielleicht verwirrt waren über einige Dinge, die ich da gesagt habe, in der Motivations-Section. Zum Beispiel können Memory-Leaks auftreten. Das ist das klassische, man vergisst das Free, man sagt malloc, aber vergisst das freizugeben, diesen Speicherblock. Dann gibt es Double-Free, man ruft zweimal Free für dieselbe Adresse auf. Das geht auch nicht, das führt auch immer zum Segfault.
Und dann gibt es noch Use After Free, was auch recht klar ist. Wir können nicht diesen Speicher nutzen, wenn der schon freigegeben wurde. All diese komischen Begriffe hatte ich in der ersten Vorlesung einmal eingeworfen. Ja, und in Rust nutzen wir das RAII-Pattern, das ich jetzt noch öfters erwähnen werde, um diese Fehler zu verhindern. Also in Rust kommt sowas eigentlich nicht vor. Also man muss sich schon sehr anstrengen, wahrscheinlich sogar mit unsafe Code, um irgend so einen Fehler hervorzurufen. Nee, Memory Leak, okay, Memory Leak wird nicht als unsafe betrachtet von Rust, das heißt, das kann man auch mit sicherem, also mit nur safe Rust Code hinbekommen, aber die anderen beiden nicht, die werden immer verhindert, außer man ist ganz böse und nutzt unsafe Rust. Jetzt lernen wir aber mal, wie wir was in Rust machen, nämlich die Box. Erstmal, wie haben wir denn schon den Heap genutzt in Rust? Fallen euch einige Beispiele ein. Wie habt ihr schon den Heap genutzt? Ja? Bei dem Implementieren von Trades, da haben wir irgendwann mal gesagt, dass der Typ unsafe sein kann. Oh ja, das ist richtig. Aber das ist tatsächlich nicht unbedingt Heap-Nutzung. Wir sagen nur, dieser Typ, der da reinkommt, könnte auch unsized sein, also könnte auf dem Heap leben und sowas. Also das ist noch nicht unbedingt eine Heap-Nutzung. Das ist noch ein bisschen einfacher als das tatsächlich. Ja? Ich vermute, dass diverse Datenstrukturen, die wir den ganzen Tag benutzen, den Heap benutzen, zum Beispiel der Vektor. Ganz genau. Kann man also nicht auf dem Heap schicken. Richtig, das sind eben diese dynamisch wachsenden Arrays zum Beispiel und auch eine Hashmap, die ist jetzt ein bisschen komplizierter als ein Array, aber die wachsen dynamisch und müssen auf dem Heap gespeichert werden. Der Vektor selber enthält jetzt nur so einen Pointer zum Array und ein paar andere Sachen, aber genau diese Sachen, dieser Pointer wird auf dem Stack gespeichert. Und wenn wir jetzt nur einen Wert auf dem Heap haben möchten, dann benutzen wir Box. Das ist ein weiterer Datentyp in Rust. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen auf dem Weg zu Recherchen. Er wird hin und wieder benutzt, oder öfters eigentlich, und man kann das einfach so machen. Man sagt irgendwie, stell mir eine neue Box und da ist 27 drin. Was dann passiert ist, dass wir auf unserem Stack unsere Variable a haben und in dieser Variable a, also in dieser Box-Instanz, ist quasi nur ein Pointer gespeichert. Und dieser Pointer zeigt jetzt in den Heap irgendwo hin. Also es wurde im Heap ein Block allokiert für diese 27 und da zeigt der Pointer dann hin. Und ja, danach, am Ende der Main, da passiert jetzt nichts. Also da, nein, das ist genau falsch rum ausgedrückt, da passiert kein Speicherleak, denn da passiert sehr wohl was, da wird jetzt nämlich dieser Speicher wieder freigegeben. So, und diese Box können wir auch übrigens benutzen, wenn wir einfach diesen Deref-Sternchen benutzen, dann können wir uns unseren Wert da wieder rausholen. Dafür ist Deref im Übrigen auch gut. Ja, genau. Und wie gesagt, es nutzt dieses RAII-Pattern, was jetzt heißt, es gibt am Ende des Scopes, also von A, wo A aus dem Scope rausgeht, das ist hier, gibt es den Speicher wieder frei. Darum kümmert sich die Box selber. Und diese Box ist ein sogenannter Owned Pointer, das heißt, im Gegensatz zu C, wo wir einfach von malloc einen Pointer zurückbekommen, heißt Owned Pointer hier, dass man sich selber darum kümmert, diesen wieder freizugeben. Der Owner kümmert sich immer darum, alle Ressourcen wieder freizugeben. Und das macht Box eben. Wer C++ kennt, das entspricht quasi Unique PTR. Nochmal Speicherlayout. Jetzt haben wir unseren tollen Tree. Das ist der typische Informatik-A-Tree. Ein binärer Tree, wo wir irgendwie zwei Kinder haben können, aber nicht müssen. Ja? Und da haben wir jetzt Option Tree drin. Und in Java sähe das so aus. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Rust-Code? Was meint ihr, wie das aussieht? Ja? Er wird nicht kompilieren, weil er nicht sagen kann, wie groß der Tree sozusagen letztendlich werden wird. Er kann nicht selbstständig wachsen. Sie müssten ja schon irgendwie entweder Referenzen reingeben, oder weiter zum Beispiel größer oder so. Ganz genau. Es kommt dieser Fehler und erstmal wird sich beschwert, dass dieser Tree irgendwie eine unendliche Größe hat. Der dann Compiler versucht jetzt irgendwie, dieses Left direkt in den Tree reinzupacken. Wie gesagt, es wird alles im Stack hintereinander gepackt. Und Option ist jetzt zwar in Enum, was ein bisschen komplizierter ist, aber ich habe gesagt, auch alles im Stack. Das heißt,
der Compiler baut den Typen Tree, sieht, da muss ein Option Tree hin, okay, alles klar, baue ich da das Option hin, oh, da ist ein Tree drin, baue ich da ein Tree hin, Moment mal. Ja, also irgendwie der Compiler würde einen unendlich großen Typen generieren, was uns nicht sehr viel bringt. Und dieser Hinweis hier unten ist schon ganz gut. Also erstmal, wir können nicht direkt rekursive Typen in Rust bauen, wir können das aber mit Box machen, das wird auch hier unten erwähnt. Wenn wir hier Option Box Tree bauen, dann geht das. Warum geht das? Also wie baut der Compiler denn jetzt diese Typen auf? Warum ist denn jetzt Option Box Tree, wieso hat das eine feste Größe? Ja? Wir machen mit Box ja im Prinzip eine neue Variable bzw. einen Pointer mit fester Größe, genau. Der dann dahin zeigt. Richtig, dieses Box ist nur 8 Byte groß, eben ein Pointer, deswegen funktioniert das auch. Falls ihr euch daran erinnert, in dieser Calculator-Aufgabe, da bin ich ein bisschen um das ganze Thema rumgeschifft, indem ich euch einfach gesagt habe, nutzt einen Vektor für alle eure Kinder, obwohl ihr immer nur 2 Kinder haben solltet. Dieser Vektor ist auch heap-allokiert, also hat das auch funktioniert. Man braucht immer so eine Indirektion. Und in Java, da geht das. Wahrscheinlich wisst ihr das noch aus Informatik. Da können wir das einfach so schreiben, denn alle nicht primitiven Typen in Java werden automatisch auf dem Heap gespeichert. Quasi alles, was man mit new anlegt, wird auf dem Heap gespeichert. Und nicht primitive Typen muss man eben immer mit new anlegen. Also sowas wie Klassen. Ja, und insbesondere sind die auch nullable. Das heißt, wir können auch left einfach gleich null sagen. Da haben wir schon kurz drüber gesprochen, als wir Option kennengelernt haben. In einigen Sprachen ist irgendwie fast alles eine Referenz, wie in Java. Das ist auch wieder nur ein Pointer, der auch null sein kann. Das möchte man aber eigentlich überhaupt nicht haben. Man möchte explizit sagen, wenn ein Wert nicht da sein kann. Deswegen sieht das in Java jetzt zwar irgendwie schöner aus als das hier, aber, also in diesem Fall ist es wirklich auch schöner. Wenn man nur binäre Bäume programmieren möchte, so, dann sollte man vielleicht Java benutzen. Aber sonst ist das auf jeden Fall schon gut, dass man es hier explizit annotieren muss, dass wir einen optionalen Wert haben und dass dieser Wert auf dem Heap lebt. Natürlich muss man sich daran gewöhnen und es ist mehr zu schreiben, aber diese explizit zu sein, ist auf jeden Fall gut. Noch eine kleine Frage. Können wir das umdrehen? Können wir auch sagen Box von Option von Tree? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Ja? Ja, es würde genauso funktionieren, aber in dem Fall würde halt kein Baum auf dem Heap leben, sondern ein Option von einem Baum. Ganz genau. Ist das besser oder schlechter? Was meint ihr? Man hat weniger auf dem Heap, auf jeden Fall. Auf dem Stack. Ich würde sagen, so ist es schöner, was das hier ist. Genau, stell dich mal vor, wir haben kein Kind mehr. Das None müssten wir auch auf dem Heap allokieren, wenn wir es anders machen als hier. In diesem Fall könnten wir das None direkt auf dem Stack haben. Das heißt, Heap-Allokationen sind ja teuer, das heißt, wir sparen uns die Heap-Allokation für unsere nicht existierenden Kinder. Im Übrigen hast du gesagt, der Heap wird kleiner. Das ist nicht ganz richtig. Also, ja, es ist so, diese Enums fügen normalerweise immer so einen Diskriminator hinzu. Das ist einfach nur eine Zahl, die sagt, welchen von diesen Variants gerade wir da drin haben. Also könnte man sich vorstellen, Option hat für Sum eine 0 da stehen und für None eine 1. Und zwar irgendwie im ersten Byte und danach kommt das, was da drin ist. Könnte man sich so vorstellen. Option hat aber eine sehr interessante Optimierung. Und zwar, wenn dieser Typ hier drin non-null ist, das ist auch so ein Trait in Rust, also wenn dieser Typ niemals 0 werden kann, also der Speicher dieses Typs ist niemals komplett 0, dann kann Option diesen speziellen Wert als None nutzen. Das ist genauso, wie das in C gemacht wird. Oder in Java auch. Wenn man einen Pointer hat, der Null werden kann, wird das ja als None genutzt. Das heißt, diese Option von Box, da Box auch nur ein Pointer ist und dieser Pointer immer auf etwas Gültiges zeigt, ist diese Option Box genauso groß wie Box. Das heißt, es kommt kein zusätzlicher Speicher dazu auf dem Stack. Ist nur eine kleine Optimierung. Ja, okay, fragen wir uns vielleicht dann nochmal, warum wollen wir den Heap nutzen? Nochmal so eine kleine Liste. Einmal, wenn wir irgendwie Strukturen haben, wo wir zur Laufzeit die Größe verändern wollen, dann ist der Stack nicht geeignet. Wenn wir Indirektionen brauchen, hauptsächlich zum Beispiel bei rekursiven Datenstrukturen, Indirektion heißt einfach nur, wir packen es weiter weg von uns und haben so einen Pointer dazu. Also das heißt, wir können da indirekt darauf zugreifen, was manchmal aber ein Vorteil ist.
Wenn wir owned unsized Types haben wollen, insbesondere Trait Objects, die wir noch nicht kennen, aber die später noch kommen. Wir möchten manchmal unsized Types haben, aber die ownen, das heißt, wir möchten die freigeben, sobald wir da quasi mit unserem Stack am Ende sind. Wir wollen also dieses LIFO-Prinzip der Stacks haben, aber wir können sie nicht auf dem Stack speichern. Dann geht es natürlich auch ganz stark darum, wenn wir die Lebenszeit unabhängig von diesem LIFO-Prinzip machen wollen. Das heißt, wir wollen in einer Funktion etwas allokieren, aber dieser Speicher soll weiterleben. Und deswegen müssten wir dann irgendwie diesen Speicher in den anderen Stack-Frame bekommen, aber das geht eben nicht, deswegen nutzen wir den Heap, um unabhängig von diesem LIFO-Prinzip zu sein. Und ganz selten muss man das auch machen, weil man extrem große Datentypen hat. Wenn ihr irgendwie so ein Struct mit tausenden Zahlen habt, dann wollt ihr das vielleicht auch manchmal auf dem Heap speichern. Obwohl ihr das auch auf dem Stack speichern könntet, weil es eine feste Größe hat. Und das kommt wirklich nur selten vor. Meistens müsst ihr das nur machen, wenn euer Programm einmal um die Ohren fliegt und sagt Stack Overflow. Also merken es einfach nur, wir wollen immer standardmäßig den Stack nutzen. Also erstmal so, wie es Rust auch automatisch macht und nur, wenn wir es irgendwie brauchen, den Heap. Weil der Heap auch teuer ist. Das ist übrigens schon mal eine so einer kleinen Hinweis darauf, warum andere Sprachen eventuell langsamer sein können. Solche Sprachen wie Java oder dynamische Sprachen tendieren eher dazu, alles auf dem Heap zu allokieren, was es langsamer macht. Was aber gewisse Dinge viel einfacher macht. Rust-Entwickler scherzen immer darüber, wenn sie irgendwie verzweifelt an einem Problem sitzen und sagen, ach, verdammt, warum ist das so kompliziert, jetzt müssen wir noch Unsized Types beachten und. Dann scherzen die immer und sagen, ach, hätten wir doch mal einfach alles default auf dem Heap allokiert. Das ist natürlich ein Scherz, weil genau das will ja Rust vermeiden und schnell sein, aber man scherzt so ein bisschen darüber, weil es eben das Sprachdesign deutlich einfacher macht. Gut, ich will schon mal zusammenfassen, was wir so in dieser Woche gelernt haben. Die CPU, die führt jetzt unsere Instruktionen aus. Das sind ganz, ganz primitive Befehle, die irgendwie sehr, sehr knapp kodiert sind in wenigen Bytes und die werden nacheinander ausgeführt. Diese Register sind kleine Speicherzellen in unserer CPU direkt, die sehr schnell sind. Und alle Rechnungen, was ich gerade schon gesagt habe, oder alles Interessante eigentlich passieren in solchen Registern. Das heißt, typischerweise lädt man alles aus dem Speicher erstmal in ein Register, macht dann die Sachen damit und lädt es dann zurück. Also man kann nicht direkt Speicher addieren. Und grob gesagt gibt es zwei Arten von Speicherbereichen, die uns interessieren. Und zwar einmal dann Stack, der eine LIFO-Lebenszeit hat, sehr schnell ist, weil wir nur einen Pointer inkrementieren und dekrementieren müssen und wo wir dann lokale Variablen und Argumente speichern. Und ein Heap, wo wir irgendwie eine freie Lebenszeiteinteilung haben, der aber deutlich langsamer ist durch die Verwaltung und wo wir feste Blöcke vom Betriebssystem erfragen müssen. Wie gesagt, das ist nur grob. Wir wissen auch, es gibt noch diesen Punkt-Data-Bereich und Punkt-Text-Bereich und noch ganz viele andere kleinere Sachen. Aber wenn wir irgendwie Sachen allokieren, irgendwie was speichern wollen, dann bleibt uns quasi immer nur die Wahl zwischen Stack und Heap. Und wenn wir statische Variablen haben oder solche String-Literale, eben auch diese Punkt-Data-Section, aber das ist nicht so wichtig. Und wichtig nochmal, das wird später uns noch öfters besuchen, diese Aussage, der Compiler muss eben die Größe der Stack-Frames wissen, deswegen können auch keine Unsized-Types auf dem Stack sein. Und die Heap-Nutzung ist immer in Rust explizit. Explizit in gewissen Sinne. Also ihr habt Vektor benutzt, ohne jetzt genau zu wissen, was der Heap allokiert hat. Aber Rust von der Sprache alleine macht auf jeden Fall nichts automatisch auf dem Heap. Gut. Gibt es Fragen zu diesem ganzen Thema? Könntest du noch mal einmal zurückgehen zu dem Beispiel mit dem, Tree? Die Fehlermeldung, die wir da hatten. Was? Genau. Er sagt ja hier unten, der Compiler help insert indirection, for example, a box RC or und. Also er sagt, man könnte hier auch eine Referenz übergeben. Wie würde das im Speicher aussehen, wenn ich das täte? Weil dann wäre ja wahrscheinlich weiter alles auf dem Stack. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Die Referenz kann jetzt halt irgendwo hin zeigen, entweder Heap oder Stack. Aber okay. Wir können auch auf dem Stack haben, ja. Aber wieso hilft mir das hier und wäre es dann nicht an dieser Stelle wahrscheinlich sogar geschickter, diese Referenz zu verwenden statt der Box? Die Referenz ist kein Owned-Pointer erstmal. Okay. Das heißt, die Referenz löscht er nicht automatisch, wenn die Referenz auf den Scope geht, worauf sie zeigt. Ja?
Das passiert dann nicht. Die Referenz kann ja aus dem Scope gehen, aber das, worauf sie zeigt, bleibt immer noch erhalten. Ist erstmal klar soweit, oder? Okay. Nicht? Nicht so ganz. Also, was das also wir können ja irgendwie eine Integer-Variable a anlegen und dann eine Referenz und dann einen Scope aufmachen, ja. Darin eine Referenz b, dann geht ja die Referenz b aus dem Scope, aber danach existiert a ja noch. Das heißt, an dieser Stelle würden wir einen Speicher-Leak reinkriegen? Nee. Darf ich mir das vorstellen? Moment. Also wir können ja jetzt hier irgendwie sowas haben, dann machen wir uns hier so einen Scope auf und sagen let b gleich Referenz auf x. Da können wir jetzt b nutzen und dadurch auf x zugreifen, aber hier ist ja jetzt die Lebenszeit von b zu Ende, also hier können wir nicht mehr auf b zugreifen. Ups. Aber wir können auch auf a zugreifen, ja? Also a ist ja noch gültig. Also diese Referenz löscht jetzt das nicht. Nee, ich verstehe gerade nicht, warum man den Tree dann nicht trotzdem so bauen kann. Ja, dazu komme ich ja jetzt noch. Ja. Genau. Aber erstmal, wenn ich sowas sage, was eigentlich klar sein sollte und niemand nickt, dann ist das immer verwirrend. Also der Tree, da können wir zwar eine Referenz haben, aber der Compiler möchte ja versichern, dass jede Referenz immer gültig ist. Und dazu müssen wir jetzt hier eine Lifetime einfügen. Das lernen wir nächste Woche, oder? Übernächste Woche? Wahrscheinlich nächste Woche. Dann müssen wir den Tree mit einer Lifetime bestücken, um zu sagen, wir haben jetzt wieder eine Referenz, aber die lebt genau so und so lange. Und dann müssen wir außerhalb vom Tree jetzt wieder dieses Kind erzeugen und das müssen wir auch behalten für die ganze Laufzeit des eigentlichen Trees. Das heißt, wir müssen uns die ganze Lifetime-Geschichte kümmern. Was jetzt hierbei passiert ist, dass dieser Tree wirklich seine Kinder besitzt. Und wenn wir den Vater löschen, wenn er aus dem Scope rausgeht, löscht er auch seine Kinder. Das ist der Vorteil hierbei, weil es eben so owned Pointers sind. Wir könnten zwar ein und benutzen, also eine Referenz benutzen, aber ist in diesem Fall nicht so gut. Okay, dann hätte ich noch eine andere Frage. Ja, klar. Du hattest gesagt, man könnte in Rust Speicherleaks herstellen oder erzeugen und das würde nicht vom Compiler abgefangen. Ich habe bislang keine Option gesehen, das zu machen. Also vielleicht könnten wir einfach mal sehen, wie das geht, damit wir es verhindern können. Okay. Man muss sich anstrengen, um das zu machen. Ich wollte das eigentlich erst nächste Woche erzählen, aber okay, ich kann es jetzt mal ganz kurz ansprechen. Es gibt nicht nur diese Owned-Pointer-Box, die ganz einfach sind, sondern manchmal möchten wir auch mehrere Owner haben. Diese Box, wenn wir die irgendwo hinmoven, dann ist es so, dass dann kann der originale Owner sie jetzt auch nicht mehr benutzen. Und wenn wir jetzt mehrere Owner haben möchten, die jetzt unterschiedlich lang leben, und wir wissen das nicht ganz genau, aber jeder Owner möchte auf jeden Fall einen Zugriff auf diesen Wert haben. Ich weiß nicht, irgendwie so eine globale Datenbank oder sonst was. Irgendwie ganz viele komische Sachen möchten Zugriff auf diese Datenbank haben. Und egal in welcher Reihenfolge diese Sachen sterben, jeder möchte auf jeden Fall Zugriff noch darauf haben. Und da gibt es einen sogenannten Reference Counted Pointer. Der zählt, wie viele Sachen auf das Teil auf dem Heap zeigen. Das nennt sich in Rust RC. Und wenn wir irgendwie RC, sagen wir String. Sagen wir irgendwie ganz viele unterschiedliche Sachen möchten auf einen String zugreifen und diesen String manchmal, auslesen oder immer was hinzufügen, was jetzt noch nicht unbedingt geht, aber egal. Auf jeden Fall viele Sachen möchten auf diesen String Zugriff haben. So, und dieser RC zählt jetzt, wie viele Leute auf ihn Zugriff haben. Also wenn wir erstmal sagen, net oric gleich rc new und jetzt irgendwie das toString, dann ist der Reference Count jetzt gerade auf 1, denn wir haben eine Referenz darauf, nämlich oric. Wir können jetzt sagen oric.clone. Es ist passiert, dass nicht dieser String geklont wird, sondern nur dieser rc, und dieser rc klont nicht den String, sondern erhöht einfach nur den Reference Count um 1. Das heißt, ab hier ist der Reference Count jetzt auf 2. Wenn wir das in einen Scope packen, dann ist hier am Ende des Scopes, geht A aus dem Scope raus und der RC kümmert sich darum, dass der Reference Count wieder auf 1, also um 1 runtergesetzt wird. Und irgendwann fällt dieser Reference Count auf 0 und der RC löscht dann das eigentliche Objekt da drin.
Das erzähle ich alles noch nächste Woche in schön und gut. Hiermit kann man aber einen sogenannten RC-Cycle bauen. Das heißt, man kann in einem RC noch einen RC haben oder vielleicht einen dritten noch. Und dann zeigen die auf sich gegeneinander und löschen sich niemals. Weil jeder immer vom anderen referenziert wird und dieser Reference Count immer auf 1 bleibt. Das ist nicht einfach damit zu schaffen. Also man muss sich echt anstrengen, aber es ist eben möglich und man kann es nicht so wirklich verhindern mit dem Compiler. Deswegen wird es nicht als unsicher angesehen. Es ist nicht wirklich eine Speichersicherheit, wo es Böses schiefgehen kann. Man verliert halt nur ein bisschen Speicher, der noch besetzt ist. No, sonst noch Fragen? Also nächste Woche werden wir, wie gesagt, noch über ein paar Dinge lernen. Insbesondere über, wie RC sich dann löscht, nachdem es aus dem Scope geht. Das ist das sogenannte Drop Trade. Und wir werden auch noch einige andere Sachen kennenlernen. Das war jetzt in dieser Woche ziemlich theoretisch alles. Nächste Woche wird es dann mehr wieder auf Rust bezogen, mit diesem ganzen Wissen, was wir diese Woche angesammelt haben. Wenn sonst keiner mehr Fragen hat, stelle ich nämlich kurz die Aufgaben vor. Denn da es so theoretisch ist, gibt es nicht viele Aufgaben zu dieser Woche, zu dem Thema dieser Woche direkt. Moment. In der Tat gibt es nämlich nur eine Aufgabe dazu. Und zwar sollt ihr da Assembly analysieren. Ihr habt eine Assembly-Datei gegeben bekommen. Da steht jetzt das drin. Und ihr sollt analysieren, was das eigentlich macht. Da ist eine Funktion jetzt drin und die sollt ihr analysieren. Ich habe hier unten ein paar Tipps noch hingeschrieben, denn manchmal ist es ein bisschen schwierig, so Assembly zu analysieren. Ist ja auch alles neu irgendwie. Und man muss sich da immer so viele komische Sachen merken. Vielleicht noch ein weiterer Tipp, der da nicht steht. Versucht euch vielleicht, wenn euch das hilft, so Pseudocode oder sehr low-leveligen Rust-Code immer neben die Instruktion zu schreiben. Das hilft mir zumindest immer, dass ich, wenn ich wirklich komplizierten Assembly-Code durchgehe, schreibe ich daneben irgendwie immer so Pseudocode oder Rust-Code, der irgendwie noch das genauer beschreibt, so wie ich darüber nachdenke. Irgendwie if, sagt mir mehr, als wenn ich da compare irgendwas und irgendwas habe. Das könnte euch auch helfen. Genau, das müsst ihr analysieren dann und schön kommentieren, was das genau macht. Dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, die hat nichts mit dem zu tun aus dieser Woche. Da solltet ihr einfach nur so ein Tool programmieren, wo ihr gewisse oder das gewisse Sachen machen kann. Und das hat irgendwie alles mit Zufall zu tun. Das heißt, ihr könnt so gewisse Kommandos ausführen, wo jetzt irgendwie zufällig was ausgewählt wird aus einer Liste oder eine zufällige Zahl generiert wird. Dazu müsst ihr wieder mehrere Crates benutzen und so gewisse Dinge machen. Nicht so ganz wichtig. Also nicht so ganz wichtig, jetzt zu besprechen, was ihr da machen müsst. Was vielleicht nur noch wichtig ist, dass das nicht unbedingt alles diese Woche gemacht werden muss. Ich kann immer so schlecht einschätzen, wie komplex und wie viel Zeit etwas tatsächlich kostet. Und deswegen könntet ihr irgendwie so die zweite Hälfte oder das letzte Drittel von dieser Aufgabe auch in der nächsten Woche abgeben. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr es schafft, irgendwie diese Woche das alles zu machen. Dann könnt ihr euch nächste Woche nur auf die Sachen konzentrieren. Ja, wie gesagt, das ist irgendwie so, ein paar kleinere Sachen muss man da machen. Einfach nur nochmal Rust programmieren. Noch Fragen? Ja. Weißt du schon, wie lange das Tatbetrieb ungefähr läuft? Ja, nee, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich schätze, dass ich so eine Woche noch, also dass das letzte Blatt irgendwie in der ersten Woche der Projektarbeit rauskommt. Vermutlich, aber ich verspreche noch nichts. Also das muss ich mir noch genau überlegen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie lange es noch Vorlesungen geben wird und was ich noch alles erzählen möchte. Aber ich sage euch Bescheid, sobald ich das selber weiß. Sonst noch was? Gut, dann hören wir schon auf. Viel Spaß bei den Testaten. Thank you.